Wir sind am Red Bull Ring und im Team von Engstler Liqui Moly Motorsport. Und wir haben den jungen Luca Engstler, der was heuer die erste Saison in der DTM mitbestreitet. Luca, erster Testtag, wie ist es gelaufen? Ja, bis jetzt ganz gut. Wir haben zumindest mal kein Ticket für die letzten zwei Reihen. Das freut uns schon mal. Aber du weißt nie, wo du bist. Wir haben im Winter viel gearbeitet, aber am Ende des Tages, jeder weiß, wie competitive die DTM ist. Man darf sich jetzt auch nicht zu viel darauf einbilden, auf die Testtage hier, weil bis die Jungs mal ihre ganzen Sandsäcke ausladen, dann zum ersten Rennen dauert noch ein bisschen, aber es ist nicht allzu schlecht. Luca, du bist ja jetzt neu im Audi-Werksteam mit dabei und ihr habt als einziges Team nur ein Auto zum Einsetzen. Genau, ja, es hat natürlich Vor- und Nachteile. Wir waren da lange zusammengesessen, was für das Projekt am meisten Sinn macht. Ist zum einen natürlich immer eine Budgetfrage, aber auch von der Harmonie und von der Kapazität im ersten Jahr sind natürlich viele Themen hier neu für die Jungs. Und ich denke, dass gerade im ersten Jahr ein Auto doch mehr Sinn macht. Luca, und wenn man da bei euch durch das Team durchläuft, da begegnet man einen Manuel Reuter. Was macht der bei euch? Der schaut uns über die Schultern, ob ich meine Hausaufgaben mache, ob die Jungs ihre Hausaufgaben machen. Nein, Spaß beiseite. Also der Manuel ist der Projektleiter von dem GT3-Projekt, ist quasi von den Jungs und von mir der erste Ansprechpartner. Und wir hatten jetzt schon ein, zwei gute Tests zusammen. Ich fühle mich sehr wohl im Team mit der neuen Mannschaft, auch mit Manuel. Von daher, ja, eigentlich alles im grünen Bereich. Luca, letztes Jahr war es noch die ADAC GT Masters, heuer DTM. Ihr macht ja auch die andere Serie im Team weiter. Genau, ja. Letztes Jahr war ich selber für Audi in der GT Masters unterwegs. Jetzt in der DTM ist natürlich nochmal ein großer Schritt und ich freue mich hier zu sein. Aber parallel setzt das Team auch ein Auto in der GT Masters ein, mit Fokus auf die Juniorförderung, was auch für Liqui Moly, aber auch für Engstler Motorsport sehr wichtig ist, die Jungs nachzuholen. Und ja, ich freue mich auf das Projekt. Ich glaube, es wird ein großes Programm und wir versuchen natürlich Synergien zu erschaffen zwischen den Projekten. Gibt es eine andere Rennserie auch noch, nur die DTM für 2023? Also ich werde noch auf der Nordschleife unterwegs sein, ein, zwei GT Open Rennen fahren. Und dann hoffentlich 24 Stunden Rennen ins Spa, aber das ist jetzt gerade noch in Gesprächen, dadurch, dass mit der GT World Challenge ein Clash ist mit der DTM, aber von dem her ist das Programm eh schon sehr groß und der Fokus liegt natürlich voll auf der DTM und auf dem 24er. Ja, das wird ein tolles Jahr 2023 in der DTM und wir werden den Luca Engstler begleiten über die Saison mit dem Engstler Liqui Moly Motorsport Team. Und Luca, wir wünschen dir jetzt alles Gute, viel Erfolg heute noch für den Testtag und morgen. Und dann geht's los in Oschersleben, die Saison 2023. Vielen Dank, danke.